Hallo, liebe Blasenfreunde, Bläser und Bläserinnen. Heute nächste Folge. Diesmal mache ich die Begrüßung, weil die beide hier wollte ich erstmal vorstellen. Das ist der Christian Jambo, der ist schon bekannt von den anderen Folgen. Und hier ist der Mirko Roszkowski. Hallo. Und da würde ich. Auch ein großer Blasefreund, allerdings sehr unerfahren, ja. Anfänger, aber wir versuchen ihm die ersten Schritte in den Blasenwelt einfach beibringen und wir hoffen, dass er erfolgt heute. Vielleicht ein paar nur Wörter, Mirko, nicht, dass jemand denkt, du bist auch ein Solo-Trompeter von irgendwo. Bist du? Sag ein paar Wörter. Naja, diese Annahme würde sehr schnell sich erledigen, weil ich gleich zum ersten Mal eine Trompete in die Hand nehme. Das heißt, ich habe sie gerade kurz einmal hochgehalten, aber das war das erste Mal. Ich kenne mich sonst damit überhaupt nicht aus. Denn ich bin Sänger. Also ich habe mein Instrument eigentlich immer dabei. Ich kenne mich vielleicht ein bisschen mit Atmung aus, aber ich spiele kein Blasinstrument und bin ganz gespannt darauf. Lästere ich immer von der Opernbühne aus. Das sind die Feinde aus dem Graben, aber jetzt kommt der Graben zu mir oder ich gehe in den Graben und ich bin ganz gespannt, was ich heute lerne. Die haben sich viel vorgenommen, ich glaube an gar nichts. So, was wir vorgenommen haben, dass Mirko am Ende ungefähr nach 15 Minuten ein richtiges Stück vorspielen wird. Und ich bin davon. Zur Not spiele ich Klavier dann. Nein, das wird schon klappen. Wir werden mal anfangen. Ich nehme an, schon, dass Mirko unsere anderen Videos schon alles studiert hat und alles angeguckt hat. Natürlich. Selbstverständlich. Deswegen weiß er schon, wie das alles geht. Aber werden wir jetzt nochmal alles wiederholen und dann sehen, wie das alles so klappt. Erstmal, nimm mal das Mundstück bitte raus aus der Trompete. Sehr gut. Die Trompete legen wir so lange zur Seite. Das ist keine Requisit. Ja. Genau. Fertig. Erstmal über mir, also mit der Atmung müssen wir nichts machen, weil du Sänger bist, man weiß, wie man einatmet. Jetzt werden wir mit dem Lippenmann anfangen. Wie ich das gesagt habe, du musst versuchen, erstmal die Oberlippe etwas einzudrehen. Und zwar. Nicht unter die Zähne, zwischen Zähne und Lippen. So, genau. Und dann drückst du die Unterlippe dazu. So, dass du schon nach unten ziehst, die Unterlippe. Genau. Wow. Ich kann es nur so. Ja, das, so natürlich nicht. Ja. Also, wie ich es gerade erklärt habe, versuch mal noch. Sehr, sehr optimistisch und die Sache bei mir. Toi, toi, toi. So, also. Eindrehen, Unterlippe dazu drücken, trotzdem nach unten ziehen. Dass sich die Lippen schließen, eigentlich. Genau. Nur hier in der Mitte soll es ein ganz feines Loch. Ach, no. Der ist schon mal ganz gut gewesen. Aber, wie gesagt, eindrehen, zusammendrücken die Lippen, aber dein Kinn soll nach unten gezogen werden dabei. So kannst du vorstellen, wie eine Blende im Fotoapparat, die ganze Muskulatur konzentriert sich in einem Punkt. Mhm. Ne, die Luft geht immer so vor die, also unter die Oberlippe quasi jetzt. Vielleicht zu stark pressen, nicht nur unter Kontakt. Das ist die falsche Richtung. Deswegen habe ich empfohlen, den Spiegel zu nehmen, dass du dich dabei beobachten kannst, was du machst. Ich werde das mal jetzt halten für dich. Ja, als Requisite. Oh. So. Siehst du das gut? So, ja, ich sehe meinen Bauch. Ich finde es sehr gut. Prima. Oh. Nee, jetzt der Bart ist zerstört ein bisschen, ne? Wenn man sieht, aber das ist gut, wir sind ja. Behaarte Family. Behaarte Muchos. Genau. So. Also ein. Also das mit dem nach unten ziehen. Ja, das ziehst du nach unten, dass es hier nicht so wabbelig ist. Ja, genau. Hört ihr das? Das ist schon mal das, was wir brauchen. Nochmal. Na, ich gebe so viel Luft jetzt. Das ist gut. Kann ich nötig, glaube ich. Nochmal, verdammt. Nochmal, bis es richtig ist. Ja, Herr Lehrer. Ist sehr gut, aber hier unten soll keine Luft da reinkommen. Mhm. Das musst du schon auf die Zähne so
pressen, sag mal die Unterlippe. Genau. Na? Ja, das ist schwierig herzustellen, dieser. Nicht dieser hier nach unten nur die Muskulatur. Mhm. Nicht, Aber das war schon sehr gut, was du gemacht hast. Man fällt besser nochmal. Das sind so Bewegungen, was man also nicht macht. Das kann man auch schlecht kontrollieren. Ja, natürlich. Sag mal beim immer hier hingucken, dann weiß man. Ja, allerdings sehe ich da jetzt nach draußen. Okay. Einfallswinkel und Ausfallswinkel. Hier bin ich. Hier bin ich. Das, was ich da so bin ich, ja. Also versuche. Die ist schon mal sehr gut, nur die Unterlippe so ein bisschen nach unten ziehen. Genau. Noch einmal. Ja. Immer ist irgendwas kitzelt. Irgendwas verrutscht. Nein, es kitzelt nicht. Es sollte kitzeln, ne? Am Anfang. Das hört sich schon mal sehr gut an. Das belassen wir erstmal so. Jetzt nehmen wir das Mundstück dazu. Genau. Ich habe auch ein Mundstück. Und versuch mal morgen das. Du machst mit dem Lippen einen Ton. Meine Damen und Herren, haben Sie das gehört? Wir sind fertig. Vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Demnächst wieder in Ihrem Konzert. Wir haben noch nicht erwähnt, dass wir 5 Minuten nachher haben, aber das ist 100 Euro brutto natürlich. Naja, wenn es so schnell geht, dann 1000 Euro pro Minute. Mach beiseite weiter. Genau. Genau, so möchte ich doch mal hören, was du das gerade gemacht hast. Fantastisch, ein Naturtalent. Also schön, also gut, gleichmäßig. Den Spiegel brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt, dann stelle ich den mal direkt weg, dass er uns nicht um die Ohren fliegt. Genau. Jetzt bitte ich, Lukas, dass man ein F auf dem Klavier antippt. Versuchen wir mal den Ton. Oh, ich bin zu hoch. Mach nicht. No. Okay, dann versuch mal ein C, bitte. Ja, genau. Spiel doch mal den Ton, der immer raus. Ja, es ist, muss ich dabei sagen, ist ganz wichtig. Mit welchem Ton man anfängt, unbedingt so spielen oder lernen. Weil der erste Ton, was man rauskriegt, dazu sollen wir die anderen dann draufbauen. Draufbauen, genau. Also, mach mal einen Ton. Ich finde dich. Ach, schön. Andrehen, zusammendrücken. Sonst hole ich den Spiegel. Genau. Nein. Wunderbar. Oh, okay. Das belassen wir dabei, solange du das nicht vergisst. Jetzt bekommst du die Trompete. Die Trompete wird folgendermaßen gehalten. Hier kommt dein Ringfinger rein. Und dann so. Siehst du das? Versuch mal, du hast ein bisschen größere Hände. Das wird alles größer. Versuch mal. Ach, prima, sehr gut. Jetzt das Mundstück rein. Gut. Mit der Hand, der linke Hand, hältst du die Trompete und mit der anderen nur die Tasten wirst du dann drücken. Genau so. Und der Ton von gerade war ein D. D wird auf 1 und 3 gegriffen. Genau. Drück mal drunter. Bitte ein D dort, ein C. Das ist ein Klavier. Und du fährst. Das verwirrt mich. Es ist egal. Du, das ist wirklich egal. Das musst du nicht finden. 1 und 3 drücken, bitte. Zusammendrücken. Oh, oh. Da
das war schon fast der Ton. Ja. Nochmal schön. Das kenne ich doch vom Singen. Klingt doch ganz ähnlich. Na, ein bisschen tief, ne? Das ist gut, das ist. Sehr gut, das belassen wir dabei. Jetzt versuch mal ein C, das ist ein bisschen tiefer und musst du nichts greifen. Bom. Genau. Prima. Und noch einen Ton versuchen wir, dass wir dann etwas höher, das wird F sein auf 1. Yes. Schön jetzt zusammen. Wird mal schön durchblutet hier. Genau. Jetzt schön die Lippen zusammendrücken. Zusammendrücken die Lippen. Genau, jetzt könntet schon sehr gut, Magneko, er hat noch nie vorher eine Trompete gespielt, dafür ist es wunderbar. Aber wie er das jetzt gesehen hat, er wollte so höher kommen, dass er schon alles bewegt hat und nicht das, was er bewegen sollte. Und zwar die Lippen. In der Mitte musst du mehr zusammendrücken, dann kommt der Ton höher. Mhm. Versuch das mal nochmal. Also, wie fokussieren eigentlich? Genau, fokussieren, dass das Löcklein hier kleiner wird. Genau, nur die Lippen. Wunderbar. Also versuche zu stützen hier. Ja. Ja. Das war schon sehr gut. Okay, jetzt machen wir die erste Übung. Wir wollen keine Zeit verlieren. Bitte ich Herr Baranowski, um die Musik zu starten. Noten kannst du lesen, nehme ich an. Also D haben wir gesagt 1 und 3. Mhm. C war auf 0. Mhm. Und F war auf 1. Jetzt hören wir eine Begleitmusik dafür, was gerade gestartet wird, die Nummer 1. Und dann versuchst du einfach nachzuspielen. Achtung! Naja. So wie das klingen. Danke nochmal. Yeah! Genau. Ganz genau. Oh! Mhm. Genau, sehr gut. Also, das wird C und dann F. Zusammendrücken. Fokus wieder. Sind wir bereit, Jungs? Okay. Na, dann lass uns nochmal ein bisschen. Ich bin völlig fertig. Also lasst mich singen, Kinder. Also vorgezählt, wie gesagt, 1, 2, 1, 2, 3, 4 und dann fängst du an, okay? Das war der erste Ton. So. 1, 2, 3, 4. Nochmal mehr zusammenziehen. 1, 2, 3, 4.
einmal Profi. Eine Minute Pause. Wir haben jetzt gerade diskutiert, dass ich doch ein bisschen übe, bevor wir das Vortragsstück zum Besten geben, dass ich das einmal übe, zumal jetzt auch noch ein Ton dazukommen wird, den ich noch gar nicht gespielt habe. Und alles vor der Kamera. Wir haben gerade nichts gemacht, nur über unsere Sachen uns unterhalten. Über Essen. So, über Essen und Trinken und so. Alles klar. Unser Stück wäre das der Einblasblues, was Mirko jetzt vortragen wird, bald. Erstmal werden wir die Töne anspielen. Das erste Ton ist ein C, wird auf 0 gespielt. Bisschen mehr anspannen. Ich bin so hoch. Ja. Dazu ein E. E wird auf 1 und 2 gespielt. Gut, bevor es noch schwächer wird, das ist sehr gut. Das ist neue Methode. Man muss immer schnell aufhören, wenn etwas klappt. Das dann ist gesagt, klappt das ganz weg. Ähnlich. Wenn man ihn mal hat, schnell weitermachen. Genau. Los, nicht wiederholen. Nächster Ton war ein F. Wie war der F? Oh. Schön zusammenziehen die Lippen. In der Mitte zusammenziehen. Ja. Oh. Ja, eine kleine Aggressivität kommt immer schon. Gut, nicht weiterspielen, das war schon fast zu gut. D, D. Also D haben wir zu tun, gerade nicht gespielt. Also D, tiefer. Gut. Fast. Zu viel. F, E, D, D, C. Okay, und ja, jetzt... Das ist dein Optimismus. Genau. Wird schwankt schon ein bisschen. Ja. Das schaffen wir alles. Jetzt werden wir mal das Stück vortragen. Herr Baranowski wird die Aufnahme starten. Herr Rostowski konzentriert sich jetzt schon. Ganz wichtig, bevor Herr Baranowski die Aufnahme startet, ja. Es wird 1, 2, 3, 4... vorgeklopft und dann musst du schon anfangen. Bedeutet, wenn eingezählt wird, das Mundstück sollte schon in der Nähe von deiner Lippe sein, dass du nicht irgendwie schon am besten schon ansetzen. Und so formen die Lippen, wenn du schon den Ton spielen würdest. Und jetzt, wie heißt denn mal das Stück? Der Einblasblues. Achso, das Nummer ist 17. Also. 17. 1, 2, 3, 4. Das war das harmonischste eigentlich. Genau. Also G wird genauso wie C gespielt, auf 0, nur etwas höher. Muss die Lippen ganz tüchtig zusammenziehen. Das ist wirklich spannend, wie sehr sich das konzentriert. Und natürlich merke ich jetzt, weil ich das nie gemacht habe, dass das... einerseits kenne ich jetzt das Gefühl, aber ich glaube, es wird dann auch schnell... Ein bisschen müde, ne? Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also normalerweise sollte man nie so bei der ersten Stunde so spielen, aber jetzt machen wir ein bisschen showmäßig. Nichts zu verlieren. Es passiert. Es macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Ja, aber es macht, wenn die Spannung hier nicht richtig ist, macht das Instrument, was es will. Also ja, ganz genau. Wirklich irre. Das ist aber auch beim Singen genauso. Ohne Konzentration. Gut, können wir das nochmal machen? Nochmal machen? Ja. Nein. Achso, genau. Den G müssen wir nochmal anfangen.
also auf Null und kannst durch die zusammenziehen. Schon fast. Schluss. Das war schon zu gut. Ganz können wir genau das zusammenschneiden? Jetzt habe ich doch jeden Ton einmal vernünftig. Das machen wir in unserem Tonstudio dann später. So, ich schwitze. Ich werde wahnsinnig. Also muss ich sagen. Mit Gesang, genau. Ja. Also muss ich sagen, das wäre schon in dieser Trompeterschule schon die Nummer 17. Also bedeutet, wir hätten uns schon, weiß ich nicht, mindestens einen Monat mit der Trompete beschäftigen müssen, bevor man das Stück spielen kann. Aber was machen wir heute schon? Es ist ein Speed-Unterrichtsstunde. Sehr begabte Schüler. Und ein sehr begabte Schüler haben wir dafür. Deswegen versuchen aber für, wir als sehr begabter Schüler hätte ich vielleicht so vielleicht zwei der Töne mal treffen müssen, oder? Das wäre schon gut gewesen. Deswegen würde ich es gerne nochmal versuchen, dass wir das die Quote machen, das Beste wird. Wir machen das so lange, bis du das spielen kannst. Also ich habe also nehmt euch nichts vor, Kinder. Also nochmal. Und einfach immer mehr zusammenziehen, immer wie höher die Töne werden. Mhm. Und brauchst du gar nicht so viel Luft geben am Anfang. Sind wir bereit? Ja. Achtung. 1, 2, 3, 4. So tolle Töne rauszukriegen, finde ich wunderbar. Sehr schön. Ich bedanke mich bei uns, unserem Publikum. Danke, ich brauche eine Pause. Alle brauchen Pause, wir sehen uns beim nächsten Mal.